Wie haben Jonas und ich kennengelernt? Fragt Oscar is back. Wir waren zusammen auf jeden Fall, glaube ich, mal nackt baden. Ist das hier schon? Da. Okay. Hi, Leute. Ich weiß, es ist ganz komisch, mich mal hier zu sehen. Eigentlich ist es ja nicht komisch. Ich habe so Ringe am Finger, das ist zu protzig. Ich bin ja kein Protzer. Schön, dass ihr auf meinem Kanal seid. Ich bin wirklich, wirklich endlich froh, das jetzt einmal in Angriff genommen zu haben, euch dieses Video hier zu liefern. Ich habe mich nicht leicht getan, damit dieses Video zu machen, weil ich habe gar keine Ahnung von YouTube. Ich kenne aber viele, die YouTube betreiben, also die das machen, ne? Die Videos hochladen und alles. Dieses Video wird ein Q&A-Video, wo ich auch ehrlich sagen muss, da war keine Planung. Da war nichts mit Planung. Also ich habe nichts geplant, gar nichts. Ich mache das jetzt einfach, dachte ich mir. Spaß. Natürlich ist da Planung mit drinne. Ich habe euch vorhin, also schon vor längerer Zeit, Fragen gestellt und ihr konntet sie mir auf Instagram beantworten. Übrigens auf Instagram, Carl De Fero. Entschuldigung, dass ich jetzt ignorieren musste. Ich habe euch Fragen gestellt, hast du gesagt. Was habe ich denn gesagt? Ja, nee, du hast gesagt, ich habe euch Fragen gestellt. Ja. Die sollten dir Fragen stellen. Ich habe euch Fragen gestellt. Oh. Haha. Haha. Wäre er nicht, wäre ich nichts. Ihr habt mir die Fragen gestellt. Danke. Danke nochmal deswegen. Okay, ich folge später. Ihr habt mir die Fragen gestellt und ich werde sie euch hier in diesem Video beantworten. Was ich euch aber sagen muss, dieses Video ist nicht mein offiziell erstes Video. Dieses Video ist, sage ich mal, Zwischencontent, sage ich mal so, was einfach so zwischendurch hochgeladen wird. Kommt euch, glaube ich, ein bisschen bekannt vor, denke ich. So, dann starten wir mal mit dem Q&A, whatever, nicht wundern, hier hinten immer Fahrkarte drauf, dann kann ich, wenn ich zocke oder mit euch schreibe, immer so, ey, hier, that's me, bruh, genau, ne, das mal dazu. So, jetzt kommen wir zu den Fragen, ich habe jetzt hier mein Handy, ich werde die Fragen von Instagram vorlesen oder generell, wo sie mir halt gestellt wurden. So, kommen wir zur ersten Frage. Welches Ziel sollte jede Person haben? Welches Ziel sollte jede Person haben? Auf jeden Fall ein Ziel. Danke. Woran merkst du, dass du etwas in deinem Leben ändern musst? Naja, sobald ich eine Jogginghose anhabe, ist halt kritisch. Sage ich mal nur so. Ne? Hat schon jemand anders zuvor gesagt, rest in peace, Bro. Aber, also sobald ihr eine Jogginghose tragt, ist vorbei. So. Dann bin ich, oder ihr seid sportlich. Oder ihr seid sportlich. Genau, oder ihr seid sportlich. Was hat dir beim Dreh von Krass Klassenfahrt am meisten gefallen? Fragt Kingstar Leon 04. Was mir am meisten gefallen hat? Am meisten hat mir gefallen, dass ich überhaupt dabei bin. So, da ich auch, dass ich diese Chance bekommen habe, mich zu verwirklichen und irgendwann vielleicht im Hollywood Boulevard zu stehen. Nee, vergessen wir mal. Das ist zu viel, zu weit hergeholt. So weit sind wir noch gar nicht. Hat es dir Spaß gemacht, deine Rolle zu spielen? Ja, natürlich. Mir hat die Rolle sehr Spaß gemacht. Wobei, es war nicht so viel Action dabei. Also es war jetzt sehr ruhig. So, die Rolle Jürgen war jetzt noch ziemlich ruhig. Was nicht heißt, dass in naher Zukunft mehr von Jürgen kommt. Bleibt am Ball. Auf jeden Fall hat der liebe Kingstar Leon auch noch geschrieben. Und was hattest du als Kind für Träume? Also ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte keine Träume als Kind, weil ich war ein Kind. Meine Mama hatte aber Träume. Meine Mama wollte, dass ich Anwalt werde. Sie wollte, dass ich Polizist werde. Sie wollte, dass ich Bürgermeister werde, Professor werde, Superstar, Beyoncé, Shakira, Shaniqua und der Rest der Truppe. Nein, leider ja, wollte sie wirklich, also ohne das Shaniqua und so. Ich hatte keine eigenen Träume, das mal dazu. Also mein Traum war es, irgendwann mal mich zu verwirklichen. In dem Sinne, Amen. Amen. Ich hab's geschafft. Nee. Wie haben Jonas und ich kennengelernt? Fragt Oscar is back.
Wie ich Jonas kennengelernt habe, also wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, wir haben uns kennengelernt. Ich habe, also wir waren zusammen auf jeden Fall mal baden im Pool um 3 oder 2. Ich weiß nicht, das war so geil. Auf jeden Fall, wir haben nicht miteinander rumgemacht, also oder doch? Nein, das haben wir nicht gemacht. Wir waren zusammen auf jeden Fall, glaube ich, mal nackt baden. So, im Pool. Dann haben wir, auf jeden Fall haben wir uns im Soma Bay kennengelernt, in einem Club, in einem Hotel-Club. Da habe ich gearbeitet, 2 Jahre lang um den Dreh. Und während meiner Tätigkeit dort in Ägypten habe ich den lieben Jonas durch einen Kollegen, also nicht Kollege, sondern einen Kumpel, Freund, Loris kennengelernt. Ihr kennt den auch, er hat auch einen YouTube-Account, schreibe ich in die Infobox. Dann könnt ihr ihn auch ein bisschen stalken, weil ich bin auch in seinen Videos mit dabei. Da, wo ich noch nicht wusste, dass ich überhaupt mal sowas hier mit euch machen werde. Ja, genau. Ich habe ihn dort kennengelernt, durch ihn. Das war sehr witzig, war sehr eigenartig. Ich wusste erstmal nicht, wer er ist, ne? Um ehrlich zu sein. Im Laufe der Zeit hat es sich ergeben, danach wusste ich irgendwann mal, ja, das ist doch dieser Jonas. Nein, auf jeden Fall fand ich das ziemlich cool, wie wir uns kennengelernt haben. War eigentlich ziemlich lustig. Also, danke nochmal, Loris. Danke dir, Bro. Die Laurin AK, Laurin.ak, keine Ahnung, schreibe ich hier, seht ihr, jetzt mal eingeblendet. Kannst du dir mal die GTC Girls anschauen und würdest du mit ihnen ein Video drehen? Ich habe keine Ahnung, wer die sind, kann dadurch auch kein Urteil über die fällen, weil soll man ja nicht machen, ohne dass man jemanden kennt, das hinter die Ohren schreiben, Leute. Niemals jemanden dissen oder wegen irgendwas urteilen, ne? Wenn man die Person nicht kennt. Nur mal ein kleiner Tipp. Habe ich früher auch ein paar Mal gemacht, ne? Bereue ich jetzt so. Macht jeder irgendwann mal, muss man zugeben, muss man auch ehrlich zu sein. Aber sollte man nicht weiter so machen. Suravi, ich versuche es jetzt auf Türkisch, meint, rutschst du gerne Treppengeländer runter? Wenn ja, hast du einen guten zweiten Eindruck auf mich gemacht. Übrigens, Jürgen ist einer der besten, krass Klassenfahrtypen. Ich würde mich gerne mega freuen. Soll ich das weiterlesen? Rutschst du gerne Treppengeländer runter? Ich glaube, ich werde es jetzt mal gleich versuchen. Jetzt versuche ich das, was du mir geschrieben hast, mit dem Geländer. Mal gucken, was ich das mal mache. Ich mach das. Okay. Ich mach das. Mach wirklich. Lukas Beer, also Bear, ne, mit Doppel. Sorry. Wenn du und Jonas Freunde seid, mach doch ein erstes YouTube-Video zusammen. Ja, warum denn nicht? Ich denke, das wird kein Problem sein. Da muss nur die Zeit auch stimmen. Und ich muss nach Berlin oder wir treffen uns in der Mitte. Keine Ahnung. Sicherlich wird sich das einrichten lassen. Ich meine, Jonas ist ja nicht weit, ist ja hier drin. ich denke, das werden wir in Angriff nehmen und mal schauen, was wir daraus machen und vor allem, wie wir das machen. Was war dein Eindruck, als du erfahren hast, dass du bei Krass Klassenfahrt mit dabei bist? Ach sorry, ich mach mal nicht einen auf Nils. Auf jeden Fall war der erste Eindruck, ich habe wirklich Tränen bekommen. Ich kann das gut. Perfekter YouTuber. Ja, voll. Auf jeden Fall war mein erster Eindruck, Ich stehe so auf, ich so, ja Bro, hast du Bock und so. Also Jonas, ne? Und ich so, okay, soll ich jetzt... Das mache ich jetzt. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wusste auch gar nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll, weil ich ja normalerweise Erfahrungen nur in Sache Theater habe. Das Ding ist, ich merke auch gerade, ich fühle mich immer wohler mit diesem YouTube-Ding gerade. Ich quatsche mit euch, als wärt ihr hier vor mir. So machen sie es anscheinend. Für mich war der erste Eindruck natürlich mega. Ich wusste nur nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann dachte ich einfach, okay, ich hatte erstmal so natürlich Angst, ne, weil ich erstmal, ich kenne die Leute nicht, es sind alles YouTuber, jeder hat seine Reichweite und jeder hat seine Fans und alles mögliche. Ich hatte gar nichts, ich habe nur Erfahrung, die ich mitbringe. Die habe ich dann auch mitgebracht und da ist er, der Jürgen.
der ich und mein Holztyp, wie Revi so schön in seinem Video noch gesagt hat zu mir. Danke nochmal dazu, Bro. War übrigens ein cooles Video, was wir zusammen hatten. Was hast du hier? Ein bisschen Holz hacken und Holz sammeln, eher gesagt, das Übliche. Also, irgendwie ist das immer das Gleiche. Familien und Schulklassen kommen hierher und die Mädels wollen halt immer meine Nummer haben. Das kann ich auch nachvollziehen, weil der Mann, der das Holz hat, der hat die Wärme. Ah. Emily geschrieben, hallo, ich war in deinem Live. Video, denke ich. Hier meine Frage für dein YouTube-Video. Hast du dich sehr schnell mit den anderen Schauspielern von Krassklassenfahrt befreundet oder hat es eher länger gedauert, euch kennenzulernen? Wie heißt du eigentlich auf YouTube? Auf YouTube heiße ich Califero, mein Hase. Hoffentlich kommt mein... Ja, natürlich kommt deine Frage. Oh, das habe ich jetzt noch nicht angenommen. Aber Emily, du bist drinne. Läuft bei dir. Also, die Frage zu beantworten. Ich kannte Samira schon vorher, da wir aufgewachsen sind zusammen. Jonas kannte ich auch schon, wie schon vorhin gesagt, wie ich ihn kennengelernt habe. Einfach zurückspulen, wenn du das nochmal hören willst. Auf jeden Fall, ja. Also ich kannte Jonas und Samira. Jonas Wuttke, Kekse TV, also hier Nathan, Nathan, wie die alle mal so schön sagen, wieso nennt man sein Kind Nathan, wieso nicht einfach Nathan? Das mal dazu. Habe ich dort kennengelernt, weil mit Nathan zum Beispiel, mit Nathan, habe ich in einem Zimmer geschlafen und der Nathan redet gerne im Schlaf. Das mal dazu, aber dazu komme ich in einem anderen Video nochmal dazu. Ey. Lennart Rath schreibt, du hast in deiner Story, dass wenn du 50 plus Fans in Hannover hast, machst du ein Fantreffen, aber wie willst du herausfinden, dass du 50 oder mehr Fans hast? So, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich zähle jetzt einfach mal die Fanseiten auf. So, das sind dann so inzwischen 10 Fanseiten oder 11, so. Genau. So viele Fanseiten habe ich. Ich weiß halt, okay, ich kann nicht mitzählen, wie viele Leute in welcher Stadt meine Fans sind. Ich kann aber die Statistik sehen, wie viele Leute wo und wann sich mein Scheiß reingezogen haben. So, das dazu. Genau. Auf jeden Fall, würde ich, keine Ahnung, kriegt man halt irgendwann mit. Ich werde dann sehen, ich werde dann auch zählen. Ich werde sogar zählen, wie viele Leute ich dann pro Stadt habe. Und je nachdem werden wir dann ein Fantreffen organisieren können für euch. Califero My Idol, also eine Fanseite von mir, schreibt nur mal so eine Frage. Wie kann man dich eigentlich als Fan treffen? Das habe ich gerade schon beantwortet. Ich frage jetzt halt bezüglich deiner Story, weil ich denke nicht, dass du mich zu dir nach Hause einlädst. Natürlich nicht. Ich meine, ich kenne euch ja alle gar nicht. Deswegen wollte ich nur mal ganz einfach fragen, ob das in irgendeiner Weise funktionieren würde, da ich ja auch aus Niedersachsen... Also, ich denke, in Niedersachsen werden wir uns schon eher treffen. Also, wir werden, ich denke, in nächster Zeit mal gucken, wie dieses Video überhaupt für euch, bei euch ankommt. Mal gucken. Wie das Video wird. Je nachdem werde ich mich dann mit euch treffen. Und zwar sehr gerne. Darauf habe ich auch Bock. So, jetzt kommt so das Ende, oder? Ende kommt. Ja, ich glaube, oder soll ich noch irgendwas sagen? Nein, also wenn die Frage ist, dann ach so, und bin ich schwul? Das habe ich nicht vergessen, Ich muss nicht, soll ich sagen, dass ich bist? Ja. Willst du es sagen? Oder ich weiß nicht. Oder weißt du, wir lassen die Frage offen. Wir lassen die Frage offen. Wir